Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video mache ich wieder etwas Marokkanisches mit euch und zwar habe ich gebacken. Diese Kekse, die ihr seht, nennen sich Lkek, vielleicht kennt sie der ein oder andere und ich zeige euch dann jetzt auch gleich direkt die Zutaten. An Zutaten braucht ihr 50 Gramm Sesam, einen halben Teelöffel Kurkuma für die Farbe, von dem Orangenwasser nehme ich 3 bis 4 Esslöffel. Dann braucht ihr 3 Eier, ein Päckchen Backpulver, ca. 1 Teelöffel Hefe und eine Prise Salz. Dann habe ich ein Glas Wasser, Speiseöl, davon nehme ich ca. 3 Viertel vom Glas. Dann ein halbes Glas Zucker. Ein Teelöffel von der Orangenschale. Mehl. Ein Esslöffel Anis. Und ein Esslöffel Fenchel. Dann habe ich Hagelzucker, damit bestreue ich die Plätzchen nachher. Und Eigelb zum Bestreichen, bevor sie in den Ofen kommen. Den Fenchel und den Anis werde ich noch mit etwas Mehl mahlen, damit er feiner wird. So, jetzt fange ich an, meine Teigmasse herzustellen. Dafür schlage ich jetzt erstmal meine Eier auf. Dazu gebe ich jetzt auch direkt meinen Anis und meinen Fenchel. Dann gebe ich noch den Löffel Kurkuma dazu. Das Sesam. Den Zucker. Mein Öl. Ich habe jetzt einfach pflanzliches Öl genommen, die Orangenschale, das Orangenwasser, das Wasser gebe ich jetzt nicht komplett rein, um zu schauen, wie die Konsistenz davon wird. Die Prise Salz und die Hefe gebe ich jetzt auch mit rein. Ich habe Trockenhefe verwendet. Das Ganze rühre ich dann kurz um. Dazu gebe ich jetzt noch das Päckchen Backpulver und etwas von dem Mehl, da habe ich euch jetzt auch keine genaue Mengenangabe genannt, weil ich dann schaue, wie die Konsistenz wird. Also ich gebe das Mehl nach und nach rein und wenn ich meine, der Teig ist perfekt von der Konsistenz, dann reicht das. Das Ganze vermische ich dann jetzt auch noch kurz mit der Hand. Thank you.
Wasser, das Ganze werde ich jetzt auf meine Arbeitsfläche geben und dann weiter zu einem Teig verarbeiten. So, mein Teig teile ich mir jetzt in kleine Stücke auf. Daraus forme ich dann Kugeln. Die sollten alle etwa gleich groß sein. Ihr könnt die Größe aber selber bestimmen. So, ich habe jetzt meinen Teig zu Kugeln verarbeitet. Jetzt habe ich mir eine Kugel genommen und werde die einmal längs ausrollen. Es sollte aber nicht zu dünn werden. Die Enden mache ich etwas dünner als den Rest des Teiges. Dann schlitze ich die eine Seite etwas auf und legt das andere Ende der anderen Seite dazwischen und drückt das etwas zusammen, damit es besser hält. Das Ganze drücke ich jetzt noch ganz leicht platt. Und dann kommt das typische Kerkenmuster rein. Und zwar schneide ich mit einem Messer auf der äußeren Hälfte ein paar Schnitte rein. Die sollten auch alle möglichst gleich groß sein. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe mein Gebäck jetzt auf mein Backblech gegeben. Das Eigelb habe ich jetzt mit einem Schuss Milch verdünnt und bestreiche die Kekse damit. Somit brennt es nicht so schnell an, als nur mit Eigelb. Anschließend gebe ich noch meinen Hagelzucker drauf. Ihr könnt aber auch statt Hagelzucker Sesam nehmen. Also da habt ihr die freie Wahl. So, ich hatte meine Kekse jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten im Backofen. Ihr solltet aber zwischendurch immer drüber schauen, weil die Stärke jedes Backofens ja variiert. Und das war's auch schon mit dem Video. Über einen Kommentar, Like und Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!